Wo wir noch nicht alles haben, ist quasi in dem komischen Teil da drüben. Ja. Das ist ja jetzt immer so ein bisschen die Frage, wo machen wir denn jetzt weiter? Also hier waren wir schon überall. So, wir schauen uns mal um. Also hier fehlt uns noch was. Kann ich da schnellreisemäßig hin, oder? Muss ich da irgendwo anders lang? So. Also eigentlich würde ich das da oben ganz gerne abhaken. Ja, ich denke, deswegen gehen wir da einfach mal wieder zurück. Schauen mal, wie wir da hinkommen. Es gab ja da irgendwo dieses lustige Türchen. Ich glaube, hier war's. Nee, hier war's nicht. Weil ich auch nicht wirklich verstehe, was die jeweiligen Symbole da bedeuten. Nö, das ist auch nur wieder so ein bisschen unwichtiger Blödsinn. Gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Was gibt's da? Wir können ja mal reingehen. Ja, genau, da wollte ich hin. Dann können wir nämlich hier wieder zurück. Und dann können wir hier mal schauen. Ah, jetzt sind wir ja genau da, genau. Hier hatten wir ja noch nicht alles. Das hat sicher wieder irgendwas mit dieser Zeit zu tun. So. Also in der Tür waren wir schon und da haben wir auch nicht alles. Da gibt es noch lustige Rätsel. So. Dann klettere ich doch mal darüber. Und sage hier hoppla. Und schau mich hier doch mal um. Das ist einfach nur eine Wand. Uah. Hoppla, hoppla. So. Gut, ich glaube, da war ich schon. Das ist an und für sich alles wahnsinnig interessant, herauszufinden, was das jetzt jeweils alles bedeutet. So, Schatz, verschlossene Tür. Ah, hier gibt es noch eine verschlossene Tür und einen geheimen... Ein Geheimnis gibt es hier auch. Dieses Geheimnis, dafür muss ich die Zeit natürlich machen. Ist klar. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine verschlossene Tür, die ich noch nicht gefunden habe. Ich hoffe ja nicht, dass die verschlossene Tür Teil des Geheimnisses ist. Oh, jetzt muss ich natürlich da oben wieder hin. Tack. Also, zack, zack. Tum-ti-tum. Zack. Ah, Mann. Mann.
So, ich will ja auf die Innenseite. Das heißt, ich kann es nicht hier machen, ich muss das unten machen. Also von der Seite da quasi. Zack. Und zack. Doch von hier. Zack, aber dann nicht so und nicht so, sondern so. Nee, ich blick's gerade nicht. So und so. So, sind wir wieder hier oben. Hier gibt's noch eine verschlossene Tür irgendwo, hat's geheißen. Irgendwo hier gibt's noch eine verschlossene Tür. Ach nee. Oh Mann, da wollte ich doch jetzt gar nicht rein. Da wollte ich doch gerade gar nicht rein. Mann, manchmal ist es echt ätzend. Okay, dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Bevor wir uns zu sehr durch Löcher zerfressen lassen. Ah, hier. Zeitreisetor, okay. Ich bin gerade ein bisschen planlos, muss ich sagen. Deswegen denke ich, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Fates. Ole, ole, ole. So, wo sind wir denn gerade? Wir versuchen uns erstmal wieder zu orientieren und wir sind in einer Welt, in der wir eigentlich schon relativ viel haben. Da unten müssen wir noch ein bisschen was machen. Da hinten müssen wir noch ein bisschen was machen. Da gibt es natürlich aber auch Geheimnisse. Geheimnisse. Insofern müssen wir da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ich finde es so faszinierend, dass ich bei mir... So, wo will ich denn hin? Ah, genau. Stürze mir in den Tod. Stürze er mir in den Tod. Ui. Na, dann gehen wir doch mal da rein. Da hinten ist ja das Sekret, genau. Ah. So, dann gehen wir doch mal da hoch und reden mit dem... Eulen machen mir Angst. Ja, es hat irgendwas mit dieser Eule auf sich. Das kann ich mir gut vorstellen. Hey, was bringt mich das? Das bringt mir gar nichts, soweit ich das weiß. Na gut, gehen wir mal ein Stück weiter nach unten und schauen mal, was es hier unten gibt. Da gibt es nichts. Sehe ich da irgendwie... Moment, ich weiß doch jetzt...
Welche Zeichen was bedeuten? Wo bin ich denn hier auf der Karte? Ich bin da. So, das bringt mich ja dahinter zurück. Das bringt mich nach da hinten zurück. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will irgendwie mit dieser Eule was zu tun haben. Aber ich weiß noch nicht genau was. Ah. Da wollte ich oben drauf. Ich finde es schön, wie man hier. Seht ihr das? Da unten gibt es einen dreidimensionalen Ding und hier gibt es den eher weniger. Also hier ist dieses dreidimensionale Ding. Deswegen gehe ich da mal runter. Und schau mal, ob ich da nicht vielleicht sogar nach oben gehen kann. X. Okay, da komme ich nicht rein. Komme ich da rein? Nö. Oh. Da wollte ich gar nicht runterfallen. Also, seht ihr, hier gibt es so einen Rand. Das bedeutet, da geht es irgendwie nach innen. Hier gibt es diesen Rand nicht. Da gibt es diesen Rand nicht. Da gibt es diesen Rand nicht. Ah, doch. Da gibt es ihn schon, aber er ist schwarz. Und hier gibt es ihn und er ist hell. So. Ich gehe jetzt mal da rein. So. Nein, ich will nach hinten. Ah. Okay. Also irgendwie ist es nicht so der Bringer. Deswegen gehen wir mal wieder da rein. Und schauen mal, wo wir dann hinkommen. Beziehungsweise, was wir noch hier so finden können, um weiterzukommen. Wir können ja immer noch zu diesem Schädel gehen. Schädel. Ah, warte mal, das war ja die Geschichte. Wo man auf die Blitze hat warten müssen. Ach komm, was soll's. Ui. Das wollte ich doch so gar nicht. Na gut. Tak, tak, tak. Geh mal, genau. Geh mal hier wieder ein Stück zurück. Da musste ich ja eh hin. Weil ich. Da ja noch nicht alles hatte. So, das heißt, wir können hier ins Haus. Da geht's ins Haus. Dann gab es hier irgendwo noch eine Tür. Nö. Hä? Also langsam wird mir das echt alles zu kompliziert. War ich da unten schon? Es gibt eine Verbindung, aber ich finde sie nicht. Ach, zu in einer anderen Zeit gibt's die Verbindung.